Sie verbrauchen wertvolles Wasser, Soldat. Das Wasser ist für die durstigen Kinder in Afghanistan. Nicht für deinen kleinen, schmutzigen Körper. Wie soll ich unser heimisches Brausewasser nach Afghanistan schaffen? Ganz einfach. Du säufst hier, was in dich reingeht, fliegst rüber und pisst es dort in den Sand. Das ist Fahnenflucht und darauf steht die Todesstrafe. Wenn du das sagst. Ach komm schon. So schlimm wirst du nicht werden. Du bist ein deutscher Panzerschrank. Made in Germany. Bis gleich wieder zurück, ohne Grütze. Ach komm schon, mach unseren Verteidigungsminister stolz. Verteidigungsminister kann mich mal am Arsch lecken. Ich glaube, da verwechselst du was. Der Schwule ist der Außenminister. Der Verteidigungsminister ist ein Blaublütler. Die machen sowas nicht. Lass deine blöden Sprüche, Mann, du nervst. Rückzug. Der Feind fährt schwere Geschütze auf. Sag mal, du weißt schon, dass man eine Waffe nicht mit unter die Dusche nehmen darf. Auch wenn sie schärfer ist als die beste Kompaniemüse. Gib her. Du gehst jetzt besser. Denk nach. Denk jetzt ganz genau nach. Das willst du nicht, glaub mir. Und dein Weg ist besser, ja? Mein Weg? Du saufst dir die Gehirnzellen weg, bis du sauer am Boden liegst. Ich muss das melden. Ich tue es nicht, um dir eins reinzuwürgen. Aber ich habe keine Lust, deine Überreste aus der Dusche zu kratzen. Das tust du deinen Kameraden nicht an. Und auch nicht mir. Klar?